Hallöche Mädels. Ja, da bin ich wieder. Es gibt mal eine neue Runde Kann weg oder weg. Ich spreche es immer falsch aus, ne? Kann weg oder weg. So, das kommt davon, wenn man sich so Wortdreher-Sprüche raussucht. Aber naja, egal. Ich habe für euch da mal was vorbereitet. Und zwar gibt es heute meine Blushes und Highlighter. Die habe ich hier drin. Die Aufbewahrung finde ich auch nicht ganz so geil, muss ich sagen. Deswegen ja, bin ich froh, dass ich hier so ein bisschen aussortieren kann. In der Hoffnung, dass ich dann wirklich ja, ein bisschen mehr Ordnung schaffen kann. Und die zweite Kiste wären hier meine Puder-Highlighter und Konturpuder und Bronzer. Die anderen Highlighter hier sind übrigens Creme-Highlighter. Ja, wovon ich mittlerweile auch ziemlich viele besitze, seitdem ich die Sucht dahingehend so ein bisschen gepackt hat. Keine Angst, ich werde das nicht alles in dieses eine Video packen. Ich muss mal schauen, wie weit ich komme. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit den Blushes an hier drin und arbeiten uns dann langsam vor und gucken mal, wie weit wir denn kommen. Gut, das wäre es gewesen und ich würde sagen, wir fangen an und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ja, ich räume erstmal die ganzen Creme-Highlighter hier raus, weil die nerven mich gerade so ein bisschen und stehlen mir die Sicht auf meine Blushes. So, Creme-Konturprodukte habe ich da übrigens auch noch drin gehabt, sehe ich gerade. Damit ihr die nochmal seht, ja, das sind jetzt alle meine Blushes, damit ihr die mal so seht. Ich habe damals versucht, die so ein bisschen zu sortieren. Hier die runden und da die eckigen, aber naja, wie ihr seht, hat das nicht so ganz funktioniert. Weil der Mist immer rausfällt. Das geht mir tierisch auf die Nerven. So. Ja. Gut. Jetzt fällt alles wieder um und jetzt fangen wir einfach mal an. Fangen wir mal an hier mit der linken Seite. Da habe ich einmal ein Defining Blush von Catrice in der Farbe Mandy Ryan 090. Die gibt es, glaube ich, so gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, gibt es die Defining Blushes überhaupt noch? Ich bin da gar nicht mehr so informiert. Das ist auch das letzte, was ich davon habe. Eins hatte ich ja schon aufgebraucht. Und ja, ich swatch euch den mal. Die sind nicht so gut pigmentiert, wie ich finde. Also zumindest hier die hellen Farben, die ich halt immer so trage. Ne? Da ist er. Aber ja, ich finde für den Alltag auf jeden Fall in Ordnung. Und deswegen darf der auf jeden Fall bleiben. Greifen wir mal hier wieder so ein Tuch, um das direkt abzumachen. Damit ich nicht hier wieder so eine ganze Latte am Arm habe, wie beim letzten Video. Sah ja nicht irgendwie so sexy aus. Dann habe ich als nächstes hier einen Blush, ja, der kommt dem von Catrice so ziemlich nah, wie ihr seht. Also ich habe auch, ja, wenn ich ehrlich bin, alle meine Blushes gehen so in diese Richtung ungefähr. Ich habe so ein paar Bärentöne dabei, aber jetzt nicht viele und so ein bisschen, ja, Rose Gold hätte ich beinahe gesagt. Rosenholz, genau, die Farbe war es und der Rest ist aber wirklich hier so diese Aprikoschiene. Und der ist schon ein bisschen besser pigmentiert. Ja, fast schon so ein bisschen Neon, so wie er auch hier im Fännchen ist. Und ja, deswegen trage ich den auch nicht so gerne. Aber das ist übrigens die... Aber der bleibt dennoch. Das ist übrigens die Farbe Angelique. Ja, von Freedom Makeup. Den habe ich mal geschenkt bekommen bei so einer Cosmetic for Less Bestellung. Und ich sehe schon, wenn ich mir die ganzen Blushes hier so angucke, ich werde mich wahrscheinlich nicht trennen können von irgendwelchen. Ich weiß nicht, Blush ist bei mir immer so ein Ding. Obwohl ich nicht viel davon benutze, aber ja, ich möchte gerne alle behalten am liebsten. Aber ich weiß natürlich, dass das nicht geht. So, der nächste ist hier einer von P2, Catch the Glow. Aus dieser LE, wo ich auch den Bronzer von habe, den ich letzten Monat gezogen hatte in meinem 5 Products of the Month. Farbe 010 Beach Beauty und geht auch so in die ja, Aprikoschiene, obwohl der halt so ein bisschen Schimmer hat. Ja, das ist er. Bleibt aber auch, ich habe da auch schon ja, ein dickes Hitzepan, wie ihr seht. Der wird gut benutzt bei mir, gerade im Sommer mag ich den oder im Frühjahr mag ich den sehr, sehr gerne, muss ich sagen.
Obwohl ich nicht so der Schimmertyp bin, was Blush angeht. Bin ich ehrlich, ich mag das nicht so. So, dann habe ich hier drei Sleek Blushes. Einmal Life is a Peach. Der sieht so aus. Ach, man kriegt die Verpackung immer so schlecht auf. Ja, so ein ganz Knalleton, ne? Der knallt auch ordentlich auf den Wangen, muss ich sagen. Der gibt schon gut Farbe ab. Ich übertreibe es jetzt hier mal, gehe mal mehrmals rein, damit ihr das halt auch gut seht. So sieht der aus und ich mag den. Also gerade im Frühjahr, Sommer, wenn ich so frische Looks schminke, einfach mit wenig Make-up, wenig Augen-Make-up und knallige Lippen dazu, finde ich den einfach geil, muss ich sagen. Und ja, deswegen bleibt der natürlich. Ja, bis jetzt noch keinen aussortiert, ne? Wird schwierig heute hier. Der nächste ist wieder ein Sleek Blush in der Farbe Coral. Der sieht dann so aus. So ein ja, bräunlicher Aprikoton, der so ein bisschen gesetzter ist. Und auch da gehen wir mal rein. Boah, obwohl gesetzter, ja. Ich würde sagen, das ist eher eine Farbe, also ich würde die eher für den Herbst nehmen, muss ich sagen. Ich glaube, ich kramme den auch nochmal raus, wenn ich denn meinen Blush aus meinem 5 Products of Romance ein bisschen benutzt habe. Dann kramme ich mir den, glaube ich, mal raus, so die letzte Oktoberwoche oder so. Ich mag den. Von daher bleibt der natürlich. So, und der letzte im Bunde ist hier die Farbe Suede oder Süd. Ich weiß immer noch nicht, wie man die ausspricht. Das ist so ein, ja, wirklicher Braunton. Ist meiner Meinung nach eher wieder ein Sommerton, also für mich. Und kann man wahlweise vielleicht auch als, ja, obwohl, nee, dafür ist er zu orange, als Bronzeersatz, hätte ich beinahe gesagt. Aber, nee. Aber wenn ihr so einen richtig schönen glowy Sommerlook schminkt, dann finde ich den toll und ja, bleibt natürlich auch. Dann noch meine 1-3 Sleek Blushes, weil die anderen Farben, ja, die gehen ja eher so ins Pinke und ja, das ist nicht so meine Welt, wie ihr vielleicht wisst. Dann machen wir mal weiter hier mit den rechteckigen. Da habe ich einen von Benefit, den Coralista, den habe ich. Wieso ist das so dunkel? Das nervt mich jetzt irgendwie. So, ich hoffe, jetzt wird es besser. Nicht wirklich, ne? Ja, das ist hier der Coralista von Benefit. Den habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag von der lieben Tanja. Und ja, der bleibt natürlich auch. Ich liebe diese Farbe, diesen Blush. Ist auch so ein bisschen, ja, neonlastig, würde ich sagen. Aber nicht so knallig dabei. Da ist er. Da ist er. Ich finde ihn schön. Und ja, den kann man auch eigentlich, finde ich, zu jeder Jahreszeit tragen, weil er halt so schön dezent ist. Der Ton ist zwar so ein bisschen, geht ins Neon, wie gesagt, aber die Pigmentierung bei dem ist, finde ich, dezent eher. Und ja, ich mag das ja, wisst ihr. Und ja, der bleibt natürlich auch, keine Frage. Dann habe ich hier als nächstes einen, ich weiß gar nicht, habe ich den überhaupt schon mal benutzt? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen ist er abgegrabbelt. Das ist der Essence Me and My Umbrella Blush. Dieser gehypte damals, der Regenschirmblush. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Ja, 01, you can stand under my umbrella. Der war ja bei Instagram, ging der rauf und runter wie so viele LE-Produkte. Und ja, ein bisschen ist er gebraucht, wenn ihr es sehen könnt. Die Schrift ist so ein bisschen ab, die, ja, wie sagt man, die Prägung. Ist eher ein rosa kühler Ton, also nicht so meins, ist so ein Pinky, ein bisschen mehr. Ich hatte euch ja schon mal gesagt, dass ich das Glück habe, dass ich so ziemlich alles, ja, tragen kann. Einfach, ich könnte auch pinke Blushes, also jetzt nicht knallepink, aber ja, so roséfarbene Blushes tragen. Aber es ist halt nicht meine Welt. Ich mag es halt einfach nicht an mir. Wahrscheinlich ist es einfach, hat es was mit dem, ja, wahrscheinlich ist es einfach dieses Comfort-Zone-Ding, wo ich nicht raus will. Aber dadurch, dass, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, der so, ja, nicht so ganz gut von der Farbe her rüberkommt, also nicht so gut pigmentiert ist, meinte ich, kann man den noch tragen. Und ja, ich trage den wieder besonders gerne im Winter. Da habe ich den, letztes Jahr habe ich den sehr oft getragen, wenn ich, ja, ein graues Augen-Make-up schminke, weil da passt
Aprikot, also zumindest dieses Neon-Aprikot, was ich euch eben gezeigt habe, passt da nicht so ganz zu. Das, ja, beißt sich dann irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Und ja, dafür habe ich dann halt hier solche Schätzchen. Und ja, es ist LE. Und ja, wir könnten uns jetzt noch stundenlang darüber unterhalten, aber ich sage einfach mal, der bleibt. Gut. So, dann habe ich hier auch noch einen von Essence und den habe ich tatsächlich noch nicht angegrabbelt. Und ich überlege mir gerade ernsthaft, Leute, ob ich das tun soll, ob ich das wirklich, ob ich den swatchen soll. Mein Herz blutet ja da schon ein bisschen, ne? Aber das ist übrigens der Multicolor Blush aus der Girls Just Wanna Have Fun LE. Who Run the World Girls. Ja, so sieht der aus. War auch mega gehypt. Bei Instagram gab es jede Menge Bilder. Ja, ich war auch so ein Opfer. Ich habe auch so ein paar Bilder davon gepostet, weil ich den einfach so schön fand von der Prägung. Deswegen, mir blutet das Herz. Es ist ein Blush. Ein Highlighter soll es sein und dann so ein Bronzerton. Kann man aber auch zusammennehmen und ja, komm, wir machen es. Ich gehe da mal ganz vorsichtig rein. Ich habe es getan. Ich habe es getan. Ich weiß noch nicht mal, welche Farbe das ist. Bekloppt, ne? Aber weil ich die Prägung halt nicht zerstören wollte, ja, habe ich den noch nicht angetatscht. So bescheuert bin ich, könnt ihr mal sehen. Aber jetzt ist er zerstört. Und das habt ihr live gesehen. Ja, da kauft sie sich einen Blush und weiß noch nicht mal, welche Farbtöne es sind, ne? So, und irgendwie... Moment, Mädels, ich muss mal hier... So, Mädels, ich weiß jetzt nicht, ob ich es unbedingt besser gemacht habe, aber das Licht ging mir gerade dermaßen auf den Keks und es geht mir immer noch auf den Keks, aber gut. Besser wird es, glaube ich, heute nicht. Ich wollte euch die Swatches zeigen und das ist dermaßen dunkel. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, warum das so dunkel ist. Es geht mir, wie gesagt, tierisch auf die Eierstöcke gerade. Weil ich filme ja eigentlich immer hier. Ja, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das sind die drei Farben, wie gesagt. Der bleibt natürlich auch, ne? Schon alleine wegen dem Design. Ja. Ja, und bis jetzt habe ich noch keinen Blush aussortiert. Ich glaube, das wird auch heute nichts mehr hier. Ich glaube, das wird das erste Video werden, wo ich nichts aussortiere. Tatsächlich. Aber der nächste, der könnte so ein Kandidat dafür sein. Das ist hier einer von Isadora. Den hatte ich mal in der Do-Box. Der Perfect Powder Blusher Fat A Jours. Ich bin kein Französisch-Profi. Rose 10, 11. So sieht der aus. Ist so ein... Ja, so eine Mischung aus Braun und Beere, würde ich sagen, und ein bisschen Rosenholz. Und der ist super smooth von der Konsistenz her, muss ich mal sagen. Dementsprechend lässt er sich auch super geil verblenden. Und ja, dementsprechend schwankt meine Entscheidung auch gerade, ob ich den wirklich abgeben soll. Och, Mano. Ich glaube, das wird heute nichts mehr hier, Mädels. Ja, das ist der Swatch. Ich weiß nicht... ob ich den behalten soll, der kommt auf den Vielleicht-Stapel. Ja. Und dann teste ich den mal aus, wie das von der Farbe her ist, zu verschiedenen Looks. Und ja, wenn er dann gar nichts für mich ist, dann kommt er weg. Schweren Herzens. Ja, dann haben wir hier als nächstes noch so ein Schätzchen. Kennt ihr den noch? Der Cinderella Blush. Ja, aus der Essence LE. Ich habe den damals gejagt wie so eine Blöde und ich habe den irgendwann gefunden und dann habe ich den in einem Aussteller gesehen bei DM und dann war es der letzte und ja, ein Zeichen und dachte mir so, oh, du musst ihn mitnehmen. Das ist dein Blush. Der hat nur auf dich gewartet. Ja, bekloppt, ne? Obwohl das gar nicht, mal so gar nicht meine Farbe ist. Es ist, ja Leute, es ist pink. Es ist einfach pink und es kommt auch auf den Wangen so rüber. Ich habe den auch auf den Wangen schon ausprobiert, muss ich sagen und... Ja, das ist wirklich so ein pinky Teil, so ein Barbie-Blush. Und das ist gar nicht meins. Das ist absolut nicht meins. Also so rosé lasse ich mir ja noch gefallen, aber pink, nein, das ist nicht meine Welt. Ja, und ich habe den eigentlich nur noch hier drin, da bin ich ehrlich, und haltet mich jetzt für bekloppt. Aber es ist leider so, weil es der Cinderella-Blush ist. Ja, und ich den damals unbedingt haben wollte und... Ich den jetzt nicht abgeben kann. Was soll ich damit tun? Sagt es mir. Ich könnte natürlich stark sein und den weggeben und sagen, komm, scheiß drauf, ne? Aber
bring's nicht übers Herz. Schnüff. Wie gesagt, ich habe da so lange nachgejagt und ja, es ist bescheuert, ich weiß. Ich trage ihn nicht. Ich weiß ganz genau, dass ich ihn nicht tragen werde, weil es ist nicht meine Farbe. Aber ja, Essence, warum musstet ihr den Pink machen? Warum konntet ihr da nicht Rosa oder Apricot reinmachen? Ja, hätte wahrscheinlich nicht so Cinderella gepasst, ne? Ja, was soll ich damit tun? Sagt's mir, wenn ihr doch nur antworten könntet. Es würde mir die Entscheidung um einiges leichter machen, muss ich sagen. Ihr wisst ja, wie das bei mir mit Entscheidungen ist, ne? Ich habe das ja schon mal angesprochen. Das ist nicht so ganz mein Steckenpferd ist. Ja. Ich packe den auf den Vielleichtstapel und dann gucke ich mal. Wenn, ja, keine Ahnung, wenn irgendjemand den sieht jetzt hier in dem Video und er sagt, oh, den finde ich so geil und ich trage den auch und ich will den nicht nur zu Sammlerzwecken haben, dann, ja, komm, dann gebe ich ihn ab, wenn er in gute Hände kommt, aber einfach so wegschmeißen kann ich ihn dann doch nicht. Ja. Gut, machen wir mal weiter. Hier habe ich noch einen von Wet n Wild in der Farbe Mellow Wine. Ja, das ist die Farbe und ich muss sagen, vom ersten Gucken her ähnelt die Farbe so ein bisschen dem von Isadora, den ich euch gleich gezeigt habe. Obwohl doch nicht, beim Swatch sehe ich, dass es doch ein bisschen unterschiedlich ist. Aber ich mag den Ton irgendwie, weil ja, ich habe auch einige Lippenstifte, die so ins rot-rötlich-bräunliche gehen, so ein bisschen. Also der hat so einen ganz leichten braunen Touch, falls man es sie erkennen kann. Und ja, deswegen bleibt er natürlich. Die Wet n Wild Flushes kann ich übrigens nur empfehlen. Ich habe ja noch einen zweiten, die habe ich von der lieben Sabrina zugeschickt bekommen. Und das ist hier Rose Champagne, das ist der nächste, aber auch der letzte. Und das soll ein Dupe zu dem MAC Marigin, glaube ich, sein, heißt der, hat sie mir gesagt. Und sie, ich weiß, dass sie da auch ein ordentliches Hit the Pan schon hat und den fast aufgebraucht hat, weil sie den... ja, so sehr lieb und ich mag den auch voll gern, muss ich sagen. Der ist schön dezent, gerade wie ich jetzt mag, wenn ich so, ja, da ist er. Einfach so schlichte Looks trage, wo ich nicht so bam bam Wangen haben möchte, voll mit Blush, dann passt der super, weil der, ja, schmiegt sich wunderbar an den Bronzer an und vermischt sich mit dem farblich, dass ihr gar nicht seht, dass ihr unterschiedliche Farben drauf habt. Ihr habt dann, ja, einen super schönen Farbverlauf, eben weil die Farbe so bräunlich ist. Und ja, I love it, deswegen bleibt der. Ja, ich habe bis jetzt zwei Blushes aussortiert. Oder beziehungsweise ja nicht aussortiert, ne? Ich habe es ja in die Vielleichtkiste getan. Ja. Aber der nächste, der kommt, der wird garantiert fliegen. Und Leute, ich sage auch, wegen der Verpackung behalte ich den nicht, weil der geht mir tierisch auf die Nüsse. Das ist von Essence, einer aus so einer Winter-LE. Und zwar der Winter Glow Cushion Powder Blush in Sun Rose. Ist auch wieder so ein, ja, pinky Teil. Einfach. Und das ist eine ganz besondere Applikationsmethode. Der hat nämlich hier so einen Schwamm dran und dann sollt ihr da so rein und dann so da. Und ich habe das versucht und nein. Einfach nein. Ich sah danach aus wie ein Clown und das konnte man auch nicht mehr gut verblenden. Seitdem bin ich dann halt öfters mit dem Pinsel da reingegangen. Aber die Farbe ist jetzt auch nicht so meins. Das ist auch so ein pinky irgendwas. Wieso habe ich jetzt gerade Pinky and the Brain im Kopf? Kommen wir mal zu dem Blush hier. Ja, das ist der und der wird fliegen. Und der fliegt auch garantiert. Der wird auch nicht vielleicht. Der geht weg, weil der nervt mich einfach nur. So, jetzt muss ich mal meinen Griffel hier wieder sauer machen. Und ja, Leute, wir haben gar nicht mehr so viele mehr. Ich habe jetzt nur noch die Runden hier und dann habe ich hier noch so ein paar... Wie nennt man die? Ich muss mal meine Haare zur Seite machen. Irgendwie nervt es mich. So, wie nennt man die? Diese Powder Ball. Wie heißt das denn hier? Wie heißt denn der? Powder Matte Blush. Ja, diese Ball Blushes. Ich weiß nicht, wie man sie nennt. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich hier einen aus einer LE von Essence. Der ist auch kaputt. Also der ist mir runtergefallen. Dann habe ich jetzt nur noch das Ding hier. Und ja, benutzt den dann halt so. Die sind halt auch dafür gedacht, dass man da eigentlich direkt applizieren sollte oder kann, aber macht das nicht, Leute. Da sieht ja aus wie sonst was. Das ist hier Juice It Ball Blush. Ball Blush heißen die, genau. Von Essence, wie gesagt, Give Peach a Chance 02. Ist auch wieder so ein Peach-Ton. Für mich eher was für den Sommer. Jetzt im Herbst, Winter mag ich den nicht mehr so.
weil der halt auch wieder ins Neonfarbene geht. Aber ja, im Sommer mag ich den echt gern. Das ist genau meine Farbe und deswegen bleibt der auch. Auch wenn er kaputt ist, aber man kann ihn ja trotzdem. Letzte davon ist der Powder Matte Blush von Catrice. Das ist die Farbe Coco Coral. Ja, ihr seht, alles korallastig bei mir, ne? Der ist auch noch ganz und der ist super smooth, muss ich sagen. Die gibt es leider, glaube ich, nicht mehr. Geht so ein bisschen ins Roséfarbene, aber nicht zu doll. Also ist noch gut tragbar und ja, auch gerade im Herbst jetzt, dadurch, dass er nicht so ins Korallfarbene, ins Orangefarbene geht, einfach mag ich den sehr gerne und trage den auch sehr gerne. Da ist er. Und ja, was soll ich sagen, der bleibt natürlich auch. Dann habe ich hier noch einen Blush von Essence, der Silky Touch Blush in Natural Beauty 40, war auch mal eine Zeit lang mega gehypt. Ich liebe diesen Blush auch. Ich habe den auch, glaube ich, in einem Get Ready With Me Video getragen. Wie ihr vielleicht seht, ist die, ja, die Prägung auch schon ziemlich runter, weil ich ihn halt so oft getragen habe. Das ist halt wirklich so ein, ja, wie der Name schon sagt, Natural Beauty. So ein ganz natürlicher Braunton mit leichtem Schimmer drin. Und ja, der bleibt natürlich auch ideal für den Alltag, muss ich sagen. Hatte ich jetzt auch die, genau, ich hatte nicht in einem Get Ready With Me, ich hatte ihn in meiner Schminkbox. Genau, in meiner Schminkbox war der die ganze letzte Woche über. Ja, ja. So, dann habe ich hier den nächsten Silky Touch Blush. Die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr, ne? In 70 Kissable. Das ist so ein, ja, so ein Rot-Beere-Ton, jetzt für den Herbst ideal, wenn ihr so ein bäriges Make-up schminkt und einen bärigen Lippenstift drauf macht. Dann, ja, gehört dazu auch ein bäriges Blush, finde ich, und dafür ist der gut. Und deswegen behalte ich den auch, weil es ist, soweit ich weiß, mein einziger Blush, der so ein bisschen bärig ist vom Farbton her. Der ist so ein bisschen pinky, wie ihr seht, aber ich finde, das geht noch. Auf jeden Fall. Und ich mag die Textur von denen. Ich weiß gar nicht. Wie gesagt, ich glaube, die haben die rausgenommen. Ist auch wieder so ein Ding, ne? Die sind nämlich echt toll. Aber ich kann es euch nicht sagen, genau, ob die die rausgenommen haben. Wie gesagt, ich bin da nicht mehr so ganz informiert, was Drogerie angeht. Also Sortimentsumstellungen und so, weil, ja. Weil ich da nicht mehr so ganz hinterherjage. Der nächste, den ich hier habe, ist von Rival de Loup Golden 20s Contouring Duo Highlighter und Blush. Ja, das ist einmal hier so ein Blush und einmal so ein Highlighter in Rosé. Ich habe den aber hier bei den Blushes. Ist so eine Baked-Textur und dafür krümmelt der ziemlich. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Aber, Leute, der hat eine mega geile Farbabgabe. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, der ist auch mega pink. Verdammt. Ja, auch den habe ich noch nicht so oft getragen, wie ihr vielleicht bemerkt. Ich swatch mal den Highlighter direkt daneben und der Highlighter, der Highlighter ist geil, den muss ich mal, nehmen. Der ist richtig geil. Guckt euch den mal an. Holla, die Waldfee. Was ist denn das? Den habe ich bisher ganz vernachlässigt. Ja, ich hätte den eigentlich weggegeben, wenn ich ehrlich bin, weil der Blush, ihr seht, der ist richtig, richtig pink. Das ist gar nicht mein Ding, aber wegen dem Highlighter behalte ich den. Ja, weil der Highlighter ist mega geil. Guckt euch das mal an. Ja, deswegen bleibt der. Und schon wieder ein Produkt, was bleibt. Ich sag ja, heute wird das nichts. Der nächste, den ich hier habe, ist von P2 Glow Touch Compact Blush. Ich glaube, den gibt es, also zumindest die Farbe gibt es nicht mehr. Die Compact Blushes, die gibt es noch. Also diese Glow Touch Blushes. Aber die Farbe nicht mehr, das ist 050 Touch of Amber. So ein Goldton. Kann man auch gut, ja, ich habe den für alles benutzt, muss ich sagen. Ich habe den zum Bronzen so ein bisschen benutzt, wo der aber auch geil kommt, ist wirklich in der Lidfalte. Da kommt der richtig geil, muss ich sagen. Da habe ich den im Sommer richtig, richtig gerne getragen. Und ja, deswegen wird es euch nicht überraschen, wenn ich sage, der bleibt natürlich auch. Als Blush, ja, trage ich den auch, aber nicht so wirklich. Am meisten mag ich den wirklich auf dem Lid. Entweder auf dem beweglichen Lid oder in der Lidfalte, wenn ich was Helles halt schminke. Da kommt der wirklich geil, muss ich sagen, und dafür liebe ich den. Oder halt eben als Bronzer-Ersatz. Aber wie auch immer, er bleibt auf jeden Fall. So, der nächste ist von Essence.
Der nächste ist von Essence aus der Happy Girls Are Pretty. Ja, aus der LE habe ich euch auch schon so einiges gezeigt. Auch eine Lidschattenpalette, glaube ich. Das war auch damals so eine LE, die mich voll angesprochen hat, auch vom Design her. Und ja, deswegen habe ich auch diesen Blush mitgenommen, obwohl das auch so eher in die pinke Richtung ging. Aber ich muss sagen, hier dieses Herz, das geht. Der ist zwar, wie gesagt, so ein bisschen pinky, aber auf den Wangen fällt das nicht so sehr auf, weil der halt nicht so gut pigmentiert ist. Ich gehe mal hier in den hellen rein. Soll halt so eine Art Highlighter sein, der aber ziemlich schwach auf der Brust ist, wenn ich das mal so sagen darf. Der gibt ja gar keine Farbe ab bei diesem Dart. Naja. Wie gesagt, ich habe es jetzt, sieht man vielleicht auch hier, dass der schon ziemlich da abgenudelt ist an dem Herz. Das habe ich bis jetzt am meisten gebraucht, den Highlighter nicht so wirklich. Ja, und ich muss sagen, der ist gar nicht mal so geil. Also weder vom Blush her noch von Dings her und nur wegen dem Design. Der kommt auch auf meine Vielleicht-Stapel. Ich glaube, ich spreche heute den Rekord für meinen Vielleicht-Stapel. Das heißt, Mädels, es gibt in der nächsten Zeit eine Menge, die ich testen kann. Ich habe nämlich da oben schon meine Kiste hingestellt mit den ganzen Produkten, die ich auf Vielleicht gelegt habe, damit ich dann, damit ich die auch testen kann. Einige habe ich auch schon wirklich in meine Schminkbox gepackt, damit ich sie halt wirklich testen kann, damit ich dann euch auch relativ schnell sagen kann, sind die gut oder beziehungsweise dieses eine Video abdrehen kann, was ich euch da gesagt hatte, ne, wo ich diese ganzen Vielleicht-Produkte nochmal reinnehme. So, als nächstes habe ich hier nochmal einen Glow Touch Compact Blush von P2. Das ist diesmal wieder so ein Aprikot-Ding, ne, so wie es halt mein Favorite ist. Touch of Peach heißt der auch, 020. Ich glaube, den gibt es auch so nicht mehr, aber so einen ähnlichen Ton auf jeden Fall. Und ja, das ist halt auch wieder so ein Aprikot-Orange Ding, geht für mich immer, weil der halt auch nicht so eine gute Farbabgabe hat, weil der auch ein bisschen heller ist. Trage ich sehr gerne im Sommer, Frühling und Herbst, im Winter nicht so. Aber ja, eher ein Sommerding. Bleibt aber auch. So, dann habe ich hier diese Schätzchen aus der Retro Repeats LE von P2. Ich muss mir mal die Hand wieder sauber machen. So. Den ich in meinem 5 Products of a Month habe. Das ist einmal Blush und Highlighter. Hier steht zwar Remember Me Duo Highlighter, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Blush für mich. Ich nehme den als Blush. Heute wahlweise auch ein bisschen, um meine Lidfalte so ein bisschen damit auszurauchen. Da war der auch geil. Und ich mag beide Töne. Ich mag den Highlighter, der ist so ein bisschen Gold. Aber der geht so ein bisschen ins Rose Gold. Und ich mag das, weil es gibt ganz selten Highlighter, die diese Farbrichtung haben. Entweder sind die wirklich so Kühlgold oder Rosé. Und dieses warme Gold, muss ich sagen, findet ihr ganz selten in der Drogerie. Deswegen liebe ich den und ich trage den heute auch auf dem beweglichen Lid über meinem goldenen Dings. Aber ich werde euch nochmal Make-up zu den Produkten, meinen 5 Produkten vom Monat werde ich euch nochmal machen und Get Ready With Me, wenn ich am Wochenende Zeit habe. Heute geht es erstmal mit meiner Blush-Sammlung weiter. Wie gesagt, das ist das Blush, das ist der Highlighter und ich finde die beide mega. Was genau damit passiert, ich denke, ihr könnt es euch schon denken, ne, wenn ich sage, ich finde sie mega, aber ja, ich werde sie behalten natürlich. Keine Frage. Werde ich euch aber auch nochmal im Video, also in dem, wenn ich mein nächstes 5 Products of a Month Video mache und es gibt dann wieder die Reviews, wie immer, werde ich euch da noch ein bisschen mehr zu sagen, wie ich den fand. Der nächste, den ich habe, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich den behalten soll. Das ist auch wieder so ein Ding. Ich glaube, den habe ich noch nicht mal mehr geswatcht. Habe ich mir auch wieder nur gekauft. Ja, ich glaube noch nicht mal, oder? Ja, der sieht ein bisschen benutzt aus. Ist aus der Blossom Dreams LE von Essence. Ich finde, Essence hat immer super schöne Blushes, vor allen Dingen von den Prägungen her. Call Me Coral 01 und der ist ziemlich hell, also der könnte schon fast als Highlighter durchgehen. Oder er geht als Highlighter durch und ich glaube, da werde ich den auch reinpacken. Weil, guck mal, also das ist kein Blush, ne? Für mich nicht, auf jeden Fall. Ich meine,
Wenn ihr noch mehr Ghostface seid wie ich, dann könnte das vielleicht für euch hinhauen, aber nee, erstens. Als Blush für normale Mädels, also mit einem normalen Hautton, nichts. Auf dem Vielleichtstapel, aber in meiner Highlighter-Kiste dann, die werde ich euch ja auch zeigen. Da zeige ich euch den dann nicht mehr, weil ich euch den jetzt gezeigt habe und geswatcht habe, aber ja, damit ihr wisst, in meinem Vielleicht-Dings, ich werde den als Highlighter austesten. Und wenn er da gut taugt, dann behalte ich den als Highlighter. Und wenn nicht, dann ja, kommt da weg. So, der nächste, den ich habe, ist von Trended Up. Der Powder Blush in der Farbe 020. Ist auch wieder so ein typisches, ja, Apricot-Ding, ne? Ihr seht, ich habe ziemlich viele davon. Ich kann euch damit totschmeißen, sozusagen. Aber ich kaufe mir halt auch immer die, weil... Ja, ich liebe diesen Farbton einfach. Ich finde, es passt am besten zu mir. Ich kann Rosé tragen, aber ich mag es nicht so gerne. Habe ich ja schon gesagt, ne? Ja, das ist der Ton. Ich liebe den gerade für den Alltag. Habe ich den auch schon öfters verwendet und bleibt natürlich auch. Dann habe ich hier einen von Max Factor in der Farbe Nude Move, der Pastell Kompakt Blush. Das sind die hier, die gar nicht mal so günstig sind. Ich habe den auch geschenkt bekommen. Und das ist halt wirklich so ein, ja, so ein ganz kühler Rosé-Ton. Aber ich muss sagen, ich mag den. Zu bestimmten Outfits und Anlässen und Make-ups vor allen Dingen mag ich den. Und ich mag die Konsistenz von dem und ich mag auch die Farbabgabe und dass der so weich ist. Wirklich, also ich weiß nicht, ob man das hier auf dem Finger noch sehen kann. Ich liebe den und deswegen bleibt der auch wenn es nicht ganz so meine Farbe ist. Aber wie gesagt, zu bestimmten Looks geht das echt. Also wenn ich so ein graues Augen-Make-up zum Beispiel mache, dann ja, funktioniert das. So, dann habe ich hier noch einen von Milani. Das ist einer von beiden, also einer von zweien, die ich habe. Und das ist hier die 08 Coralina Beckel Powder Blush. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich den behalten soll, Leute. Von der Qualität her mag ich die, aber der ist mir zu Bam, zu Glitzer und zu alles irgendwie. Also der ist schon richtig Bam, ne? In your face, muss ich sagen. Und ja, man sieht das hier auch vielleicht im Pfännchen, der glitzert schon ordentlich. Und Glitzer als Blush ist gar nicht meins, muss ich sagen. Und ich habe den auch schon versucht, aufs Lid wirklich aufzutragen, also für ein Augen-Make-up. Da ist der auch nichts. Und deswegen, ja, auch wenn mir die Entscheidung schwerfällt und ich die Milani Blushes echt gerne mag. Aber ich habe es immer wieder mit ihm versucht und es funktioniert einfach nicht. Wir harmonieren einfach nicht und deswegen kommt der weg. Ich packe den auch nicht auf den Vielleichtstapel. Der kommt ganz weg. Es bringt ja nichts, ne? So, der letzte ist von Milani hier, der Luminoso in 05. Und der bleibt auf jeden Fall, Leute. Der ist geil. Ich liebe diesen Blush. Gerade im Sommer habe ich ihn geliebt. Ich habe ihn, ja, rauf und runter geliebt, sozusagen. Und da fällt schon der Pinsel raus. Ja, da ist der Swatch und so sieht der aus. Wie gesagt, ohne Worte, I love it. Habe ich auch schon mehrmals getragen, glaube ich, in Make-ups, auch in Get Ready With Me's oder Pinseln und Plaudern habe ich den mal verwendet. Ich liebe diesen Ton einfach und er bleibt natürlich. So, und last but not least habe ich hier einen von MAC. Das ist mein einziger MAC Blush und das ist die Farbe Melba. Das ist halt auch so ein, ja, so ein gesetzterer Ton. Wirklich so ein bräunlich-orange-Ton. Ja, wenn man es denn so nennen kann. Gibt dafür, dass er High-End ist, auch gar nicht mal so viel Farbe ab. Aber wie gesagt, ich mag das auch bei Blushes. Ich mag es eher, wenn man die wirklich aufbauen kann. Und das selber bestimmen kann, will ich jetzt heute irgendwie wie so ein Clown aussehen oder nicht. Und nicht da reingeht mit dem Pinsel so auf dem Gesicht und dann denkt, was ist denn jetzt kaputt? Von daher finde ich das gar nicht mal so schlecht. So, das ist der Swatch dazu und der bleibt natürlich auch. Ich liebe den. Vor allen Dingen, der hält ziemlich lange. Also wenn ich den wirklich am Morgen auftrage, dann ist der abends noch drauf. Obwohl ich den Mundschutz und so darüber hatte. Kann bei mir kein Blush, muss ich ehrlich zugeben. Und von daher, ja, große, große Liebe. So, Mädels, das war's. Das waren meine Blushes. Ihr habt's geschafft. Wir kommen wie immer zum Fazit. Ich habe zwei aussortiert. Das sind die hier. Die kommen auf jeden Fall weg. Und diese vier hier, upsala,
Diese vier hier behalte ich mal, also die kommen auf den Vielleicht-Haufen. Wobei der hier auf den Vielleicht-Haufen zu den Highlightern kommt. Und bei dem, ja, wenn ihr mir hier drunter schreibt, wie gesagt, dass ihr den haben wollt und ihn auch benutzt, weil es eure Farbe ist oder was, dann lasse ich da gerne mit mir reden, bevor ich ihn wegschmeiße. Aber ja, ansonsten bleiben die erstmal. So Mädels, so sieht das jetzt aus. 22 sind übrig geblieben von allen. Und ich habe das jetzt hier alles mal auf die Seite geräumt, bis auf hier den. Dafür hatte ich keinen Platz mehr leider. Ja, dumm, ne? Und werde mal schauen, was ich jetzt hier auf die andere Seite packe. Vielleicht, ich guck mal, wenn ich, je nachdem wie viele Bronzer ich aussortiere, dass ich die da reinpacke. Weil Blush und Bronzer gehören für mich irgendwie zusammen. Keine Ahnung. Aber gut, das werden wir dann sehen, wenn ich mit euch die Bronzer durchgehe. Das wird dann nämlich jetzt das nächste sein, was auf euch zukommt. Gut, das war auch schon mein Fazit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie immer. Wenn ja, ne, Daumen nach oben nicht vergessen. Und ja, abonnieren könnt ihr mich auch gerne, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es euch fein und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!